Hallo Leute, heute möchte ich euch von meiner Gesichtspflege erzählen. Ich habe zwar schon ein paar Videos dazu gemacht, aber ab und an wechselt ja natürlich etwas, also die Produkte, die ich benutze. Ich habe auch sehr oft Nachfragen bekommen, direkt nach meinem Update vom letzten Mal. Natürlich kann ich nicht gleich ein neues Video machen, weil ich ja auch einfach, weil sich einfach nichts verändert hat. Jetzt ist zufälligerweise fast alles anders. Ich habe einfach mal alles, also komm. Ja, fast komplett alles umgestellt, benutze andere Produkte und deswegen kann es vielleicht interessant sein. Ich bin ehrlich gesagt auch zufriedener mit dem, was momentan ist. Meine Haut ist besser denn je. Kann sein, dass vielleicht, dass ihr vielleicht was anderes seht oder so. Liegt aber daran, dass ich halt auch nicht so stark deckendes Make-up nehme. Und ich habe hier, irgendwo hier habe ich einen Stich. Ich will ihn eigentlich gar nicht anfassen, weil dann juckt es wieder extrem. Irgendwo da und am Oberschenkel. Oh, das ist so brutal. Ich muss da ständig. Okay, denken wir gar nicht mehr dran. Ich habe schon gekratzt wie sonst was. So, ich beginne erstmal damit, wie ich mein Gesicht reinige immer. Ich mache das so, abends benutze ich das hier. Das habe ich geschenkt bekommen von lieben Zuschauerinnen. Und zwar war das auf dem YouTuber-Treff in Frankfurt. Da haben die mir das geschenkt. Ich bin echt baff, weil ich wollte das schon immer probieren. Und zufälligerweise waren sie, ja, sie waren in Frankreich gewesen, weil das bekommt man leider hier nicht. Und haben mir das dann mitgebracht. Das fand ich total süß von denen. Und ich konnte es jetzt probieren und ich finde es absolut genial. Und zwar ist es das Bioderma-Zeug. Das kennt ihr ja vielleicht. Das ist für, so groß ist das. Das kann man für die Augen benutzen, also als Augen-Make-up-Entferner und auch fürs Gesicht. Ich benutze es für die Augen, also ich mache so auf dem Wattepad drauf. Da geht auch alles sehr schön ab, muss ich sagen. Sehr, auch sehr, wie sagt man, mild ist es, genau, sehr mild. Es brennt überhaupt nicht und so. Es ist wie Wasser, aber wie Zauberwasser irgendwie. Also ich nehme halt damit das Augen-Make-up runter. Sonst habe ich immer das benutzt. Benutze ich auch immer noch gerne. Da ich aber jetzt das bekommen hatte, das andere, und ich das austesten wollte, habe ich das erstmal beiseite gelegt. Aber ja, eine neue Flasche eigentlich. Ich liebe das Zeug auch. Das ist von Rival de Loup Clean and Clear, das ölhaltige, der ölhaltige Make-up-Entferner. Augen-Make-up-Entferner, ja. Den mag ich sehr gern. So, wenn ich dann mein. Yep. Also, wenn ich dann mein Augen-Make-up runter habe, nehme ich solche Reinigungstücher. Und zwar diese. Ich habe eigentlich immer welche bei Rossmann gekauft. Dann hatte ich einmal diese kaufen müssen. Und ich finde die sogar sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Weil ich mag diesen Duft. Das ist mit Vitamincocktail für jeden Hauttypen von Balea. Und ich mag die sehr gern. Dann nehme ich halt mein ganzes Make-up damit ab. Und damit ist es aber nicht getan, weil danach wasche ich mein Gesicht mit einem Reinigungsgel. Das ist. Das hier, ein Foaming Gel Cleanser von Make-up Store. Das hatte ich auch zum Testen zugeschickt bekommen und ich finde das genial, das Zeug. Also ich bete echt mal, dass sie bald mal einen Online-Shop haben oder irgendwas, weil wir brauchen diese Sachen. Also es ist wirklich gut. Die haben nämlich auch, wie gesagt, hier so Skincare und so und das ist echt gut. Das ist halt einfach nur so ein Gel und das riecht original nach Gurken und das ist halt sehr erfrischend und damit wasche ich dann mein Gesicht und es ist auch nicht austrocknend, was wichtig ist bei mir, weil sonst fettet meine Haut immer noch stärker. Also es ist eigentlich recht mild. Und danach creme ich mein Gesicht ein. Ich benutze das hier für die Augen. Dr. Hauschka Augencreme, die habe ich schon mehrmals nachgekauft. Ich finde sie ganz gut. Zurzeit hätte ich eine etwas reichhaltigere haben können, wäre besser. Dazu werde ich mir demnächst dann wieder die von Clinique, die Moisture, nee, Rich, die Rich oder so heißt sie, glaube ich, nur, Augencreme wieder besorgen. Aber die ist recht gut, auf jeden Fall. Die benutze ich morgens und abends. Und abends auch, was ich auch benutze, ist. Dieses Öl, was ich mir letztens gekauft habe von Weleda, Mandel für sensible Haut, wohltuendes Gesichtsöl. Und zwar lasse ich erstmal, also wenn ich mein Gesicht gewaschen habe damit, lasse ich es noch etwas feucht und massiere dann dieses Öl ein. Damit verbindet, also das schließt sozusagen diese Feuchtigkeit ein, die noch drauf ist auf der Haut und das wird auch nicht fettig oder so. Das Öl ist sehr gut. Das ist, allerdings hatte ich das falsch gesagt, es hat doch einen Duft, einen leichten Mandelduft. Aber halt kein Parfum oder sowas ist da drin, was sehr schön ist. Ja, das benutze ich dafür. Dann, genau, das war das. Jetzt generell, also morgens mache ich es so, dass ich mein Gesicht reinige mit diesem Cleanser.
Das ist ein von Venus Cleansing Foam Purifying und Refreshing. Ist auch nur noch so wenig drin, also ist bald weg. Das ist sehr interessant, weil das so ein Pumpding, das ist bei mir in der Dusche drin und es geht halt sehr einfach so, dann irgendwie besser als so irgendwie so Sachen rausdrücken. Und ja, da kommt so ein Schaum raus und damit wasche ich dann mein Gesicht morgens. Ab und zu benutze ich noch ein Gesichtswasser und das ist das hier von Eskinol Facial Cleanser. Das ist ein philippinisches Produkt und ich hatte das damals als Teenie immer benutzt gegen meine Akne und es hat mir sehr viel geholfen, also sehr gut geholfen. Allerdings war das nicht dieses Klassik, sondern es war irgendwas anderes. Da war irgendwas drin noch, aber ich weiß nicht mehr. Jedenfalls habe ich das hier bekommen von asiafoodland.de. Hatte ich ja auch schon mal so ein Kochrezept mit denen zusammen gemacht. Und da gibt es halt das auch. Das kostet nur 2 €. Es sind 225 Milliliter, so groß ist das. Und es ist sehr, sehr gut. Da ist Alkohol drin, es trocknet halt etwas aus. Also muss man halt schauen. Aber gegen Pickel ist es sehr gut. Das hilft sehr gut. Und das ist sehr erfrischend, weil da Dings drin ist. Menthol, genau. Das lässt halt die Haut so danach so ein bisschen bitzeln. Ich mag das. Also ich mag das sehr gerne. Und ich muss, also ich weiß nicht, durch was es ist, weil ich ja alles auf einmal umgestellt hatte. Aber irgendwie ist meine Haut besser jetzt. Ich weiß nicht, durch was. Aber ich sage, durch das auch, auf jeden Fall. Das hat einen großen, also wie soll ich sagen, einen großen Beitrag dazu geleistet, dass meine Haut jetzt nochmal besser geworden ist, weil ich weiß noch in der Vergangenheit, wie gesagt, wie gut das war für mich. Deswegen, ab und zu benutze ich noch ein Peeling, also einmal die Woche und dann nehme ich immer noch das von Clinique, das 7-Day Scrub, die 7-Day Scrub Cream, Rinse-Off Formula. 100 Milliliter sind da drin, so groß ist das. Ich muss immer so machen, weil wenn man so hält, dann sieht alles so riesig aus. Also so groß ist es. Und es ist sehr, sehr, sehr ergiebig. Ich sage das jedes Mal. Also das ist echt sein Geld wert. Da habt ihr lange was von. Und ja, als Tagespflege benutze ich immer noch die Ultra Facial Cream von Kiehl's. Was ich jetzt bereue, es ist nicht, dass sie schlecht ist, aber es ist halt so ein riesen Pott und ich habe keinen Bock mehr auf diese Creme, muss ich ehrlich sagen. Ich bin zwar halb durch, aber ich weiß nicht. Ich habe eine bessere jetzt gefunden oder durch Pröbchen und so weiter und ich hätte gern was Neues, aber ich muss halt die erstmal fertig machen, ne? Also ich werde mir keine großen Größen mehr kaufen, weil irgendwann ändert man doch seine Meinung und ja, dann bist du halt so gefangen mit der, ne? Ja, und dann, was ich morgens auch noch mache, also entweder mache ich das hier oder ich nehme dieses Öl, das habe ich auch neu, das ist von Caudalie, Divine Oil, das mache ich mir auch manchmal ins Gesicht, abends oder morgens, je nachdem, entweder halt das oder das, wenn ich Bock habe auf guten Duft, weil der duftet so geil. Und ich benutze es für meinen Körper zurzeit. Also ich gibt es so richtig nach dem Duschen, lasse ich meine Haut noch ein bisschen feucht und dann kannst du das einfach so schön aufsprühen. Das ist halt sehr praktisch. Und dann massiere ich das einfach ein. Ist auch nicht fettig oder so. Es zieht sehr gut ein. Und ja, und es duftet so gut. Und manchmal benutze ich das auch für die Haare. Und dann noch das allerletzte Produkt. Ach nee, noch zwei. Ich meine natürlich nicht alles komplett, ne? Ihr versteht schon, was ich meine. Ab und zu und so. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, was ich alles gesagt habe die ganze Zeit. Und dann benutze ich halt manchmal das von, das auch von Caudalie. Das heißt manchmal. Nee, das benutze ich jeden Tag nach meinem Make-up. Sette ich das mit dem Eau de Beauté-Spray von Caudalie, dann sprühe ich mir das einfach so ins Gesicht. Das ist schön erfrischend. Und es gibt ja auch so ein gutes Hautbild, also es ist so schön, schöner Glow. Und was ich dann auch jeden Abend mache und auch nach, ich muss mal gucken, weil das läuft nicht mehr, die Kamera, ich muss mich beeilen. Was ich jeden Abend mache und auch nach dem Schminken oder vorm Schminken morgens ist diese Lippenpflege, das ist der EOS Balsam, das hatte ich gekauft bei Nelly.de. Und ich muss sagen, es ist sehr gut. Am Anfang dachte ich, das ist ekelhaft, weil das stinkt halt ein bisschen so komisch und es ist sehr süß, also es schmeckt auch ein bisschen süß. Aber es hilft sehr gut, es pflegt sehr, sehr gut die Lippen. Also kann ich wirklich empfehlen. Und ja, all das, was ich jetzt gesagt habe, kann ich empfehlen. Es wirkt bei mir, ist wunderbar. Es sind nicht gerade die Top-Sachen manchmal dabei. Manche Sachen würde ich austauschen, das würde ich jetzt in nächster Zeit austauschen, das würde ich in nächster Zeit austauschen und das. Alle anderen genannten Produkte, ja, okay, und das. So, nochmal. Und das. So. Alle anderen Produkte bin ich absolut überzeugt von, würde ich mir immer wieder nachkaufen, sind genial. Ja.
diese Sachen hier will ich in nächster Zeit austauschen. Ja, aber das ist jetzt meine aktuelle Gesichtspflege. Ihr habt jetzt auch ein bisschen Körperpflege und Haarpflege gesehen, durch dieses Öl zumindest. Und ja, was ist denn eure? Ich würde mich sehr interessieren, weil dann könnte man nochmal ein paar neue Produkte austauschen oder so, neue Ideen sammeln. Also schreibt es mal in die Kommentare und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Ich muss mich beeilen. Sorry, tut mir leid, wenn ich so hetze, aber sonst geht's gleich.